so lange kennen wie wir, dann werden auch die Seelen Freunde. Das hast du schön gesagt. Da merkt man, dass ihr Germanen die Nachkommen von Goethe und Schiller seid. Großartig. Blumen und Sekt, so ein Quatsch. Bring ihn lieber schon bei, was der Hausbesitzer gesagt hat. Mensch, du kannst da immer auch die Stimmung vermiesen. Hallo, die Damen. Hallo. Oh, war das ein schöner Urlaub. Trotzdem, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich nach euch gesehnt habe. Alles gleich. Der Sekt, die Blumen, die Seelen und sogar der Lieferant. Also manchmal habe ich wirklich den Eindruck, ihr kennt mich besser als ich mich selbst. Ist ja richtig unheimlich. Aber ich bin gerührt, danke. Wollen wir heute nicht einfach den Laden dicht machen und feiern? Oma Beversdorf ist schon da. Sie möchte mit Ihnen unter vier Augen reden, noch vor der Sprechstunde. Oma Beversdorf? Na los, Goethe, schon mit Gefühl. Goethe? Was ist plötzlich los mit euch? Doktor, es ist da was vorgefallen und wir glauben, dass es ganz schön schlimm ist. Also jetzt aber mal raus mit der Sprache. Was ist passiert? Vielleicht hat es ja nichts zu bedeuten, aber... Der Hausbesitzer war da, persönlich, mit 3, 4 Herren. Spekulanten, Miethaie, Mafia! Diesmal ist es wirklich ernst. Und er sagt, sie haben nie auf seine Vorschläge reagiert. Was denn? Vorschläge? Die kann mich doch nicht einfach rausschmeißen. Was denkt er sich eigentlich? Angelika, als erstes rufen Sie meinen Freund Björn an. Björn? Ja, Björn. Ist der einzige Anwalt, dem ich in der Sache vertraue. Das klingt zwar idiotisch, aber... Also zuerst ihn. Und dann machen Sie bitte einen Termin mit Schülke, so schnell wie möglich. Und nicht, dass er denkt, ich gebe klein bei, ja? Keine Sorge. Noch was? Die Patientin für heute. Alle absagen. Ich muss mich erstmal um das hier kümmern. Es ist nur Oma Beversdorf ist schon da. Schön. Mit Oma Beversdorf rede ich noch. Ich fürchte, es ist zu spät. Zu spät? Der Doktor wird denen schon die Zähne zeigen. Hör auf mit dem Scheiß. Wir fliegen raus und was ist dann? Wir sitzen auf der Straße. Was hat sie denn? Was hat sie denn? Was hat sie denn? Du gefühlsloses, pietätsloses Wesen! Sag mal, die spinnt doch! Armes Germanien. So, Frau Beversdorf. Was haben Sie auf dem Herzen? Ach, Herr Doktor, das ist nicht so einfach, wie ich es gedacht habe. Also, es geht um mein Enkelkind. 13 ist sie, meine Jana. Also, es geht gewissermaßen um meine Enkeltochter. Ich habe auch eine kleine Tochter. Sie ist allerdings ein bisschen älter. Das ist gut. Das ist sehr gut. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Weshalb? Na ja, weil Sie dann sicher Verständnis dafür haben werden, was ich Ihnen jetzt erzählen muss. Was ist mit der kleinen Jana? Das geht einem nicht so leicht über die Lippen. Das ist eine schlimme Sache. Sie ist doch erst 13. Aber gut entwickelt. Sehr gut. Ja und? Naja, drumherum reden hilft ja nichts. Also, ich habe den Verdacht. Das heißt, ich glaube, sie wird missbraucht. Das ist ein schlimmer Verdacht. Ja. Und ich habe keine Beweise. Und doch möchte ich, dass Sie sie untersuchen, Herr Doktor. Sehen Sie, mit Ihrer Mutter kann ich darüber nicht reden. Die ist ja selbst abhängig von dem Kerl. Also möchte ich Sie bitten, dass Sie sie untersuchen und sehen, ob noch alles in Ordnung ist, wie man so sagt. Kennen Sie den Mann? Ich bin Arzt, ich bin kein Kriminalbeamter. Wir müssen da sehr behutsam vorgehen. Ich werde die kleine Jana natürlich untersuchen, aber das andere dafür sind die Behörden zuständig. Sie müssen zur Polizei gehen oder zur Jugendfürsorge. Ja, aber erst muss ich Gewissheit haben. Und ich schwöre Ihnen, Herr Doktor, ich mache ihn fertig, den Kerl. So einfach wird das nicht sein. Sie wird einfach mit ihr herkommen. Mit mir und sich gar nichts dabei denken. Ich bin doch die Oma. Die hängt sehr an mir. Und Sie? Sie werden sie bitte so behandeln, wie Sie Ihre Tochter behandeln würden, ja?
Denken Sie einfach, es wäre Ihr Kind. Bitte, Herr Doktor. Ich muss doch Gewissheit haben. Gut, Frau Bebersdorf. Sagen wir übermorgen? Gleich 8 Uhr. Danke, Herr Doktor. Danke. Hallo, Frau Dr. Wenicke. Tag, Frau Dr. Sören. Tag. Oh, den Urlaub sieht man Ihnen aber an. Und alles andere auch. Tag, hallo. Wie darf ich das verstehen? Ganz einfach, ich freue mich mit Ihnen. Wirklich. Die neue Beziehung scheint Ihnen gut zu bekommen. Sie sehen fabelhaft aus. Dankeschön. Werden Sie trotzdem bei uns bleiben? Bitte? Ich meine, also bitte verstehen Sie mich jetzt nicht falsch. Ich meinerseits bevorzuge ein Arbeitsklima ohne persönliche Rücksichten. Nichts kann sich verhängnisvoller in einem Klinikbetrieb auswirken als persönliche Befindlichkeiten und Sentiments. Das schadet der Objektivität und nicht zuletzt den Patientinnen. Sie erwarten wohl kaum, dass ich mich für Ihre wertvollen Ratschläge jetzt bedanke, Frau Kollegin. Ich wusste, dass Sie wieder falsch verstehen. Da habe ich das aber auch eben falsch verstanden. Ja, das war auch gar nicht für Sie bestimmt. Auch das wundert mich, aber Sie sprechen doch immer von der gemeinsamen Verantwortung für die Klinik. Teamwork. Sie haben doch jeden von uns darum ersucht. Und ich finde, gerade was das betrifft, haben wir in Frau Dr. Wilke eine ausgezeichnete Fachkraft. Und ich finde, sie hat ein Recht auf Liebe überall. Auch hier. Ach, Henriette. Ja. Nun macht auch was draus, ja? Ja. Wie gesagt, ich nehme an, dass der verehrte Kollege mit mir konform geht, wenn ich beiden Parteien vorschlage, sich den lästigen Ärger und unnötigen Zeitaufwand zu sparen, von den Kosten nicht zu sprechen. Zumal die Details doch ziemlich klar und eindeutig zugunsten meines Mandanten sprechen. Ich glaube, Sie vergessen die Klauseln im Mietvertrag mit der Erbengemeinschaft Stockert, von der Herr Schülke das Haus gekauft hat. Meines Wissens wurden im neuen Vertrag mit Dr. Mertin die begünstigenden Klauseln nicht ausdrücklich widerrufen, also gelten sie noch. Der frühere Vertrag wird mit dem Folgevertrag außer Kraft gesetzt. Oder haben Sie vergessen, dass das Haus im Zuge einer Versteigerung verkauft wurde? Ich denke, wir sollten dieses Gespräch vertagen. Wenn der Herr Doktor früher auf meine Schreiben reagiert hätte, wären wir vielleicht zu einem Konsens gekommen. Konsens? Sie haben doch von Anfang an auf Kündigung gespielt. Entmietung des Grundstückes, so heißt das wohl heute, nicht wahr? Natürlich ist der Neubau eines Geschäftshauses auf Dauer lukrativer. Sie unterstellen da etwas, was Sie nicht beweisen können. Oh, ich unterstelle nicht, ich weiß. Also, Neubau oder nicht, die Rigorosität der Kündigung ist jedenfalls moralisch sehr, sehr anfechtbar. Aber lieber verehrter Herr Kollege, wollen Sie jetzt die moralische Karte ausspielen? Ich bitte Sie. Ich werde den Mietvertrag überprüfen und dann einen neuen Termin mit Ihnen vereinbaren. Einverstanden. Nur denken Sie daran, es hat keinen Sinn, auf Zeit zu spielen. Die Termine stehen fest. Guten Tag. Was soll ich euch sagen? Er hat alles abgelehnt. Will umbauen, es kommen viele Leute aus Bonn nach Berlin. In so ein nobles Haus, da passt nun mal keine gynäkologische Praxis. Mafia. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken gemacht habt, was das für uns bedeutet. So schnell sind keine geeigneten Räume zu finden. Und selbst wenn. Wir müssen umbauen, renovieren. Eine böse Zwickmühle, in der wir uns befinden. Das wissen wir, Doktor. Und Sie sollen auch wissen, dass wir alle zu Ihnen halten, egal was kommt. Das Einzige ist, dass Sie uns sagen müssten, ob wir auf Sie warten oder uns nach was Neuem umschauen sollen. Wartet nicht auf mich. Sie wollen nicht mehr, stimmt's? Sie sind alles wurscht, das sehe ich doch. So leicht lassen Sie sich also umkippen. Das hätte ich nie gedacht. Enttäusche ich dich, ja? Es tut mir leid, Fräulein Naseweiß. Die Helden sind rar geworden in unserer Zeit. Aber du weißt wieder alles besser, ja? Nicht alles, aber manches. Ach, Doc, ich weiß ja nicht, was ich für Sie bin. Vielleicht bin ich ja nur die Bescheuerte, die den Dreck wegkratzt. Aber irgendwann haben Sie zu mir gesagt, ich bin ein Azubi. Und es war viel für mich. Sie sind einer der wenigen, die mich ernst genommen haben. Und ich fühle mich doch hier wie zu Hause.
Ich finde, wir sollten alle zusammenbleiben. Wir alle. Ihr macht es mir wirklich nicht leicht. Ich will doch nur, dass er nicht im Regen steht. Tut mir den Gefallen. Denkt zuerst an euch, wenn ihr ein Angebot bekommt. Einverstanden? Ich werde euch nach Kräften helfen, das verspreche ich euch. Und guckt mich nicht so an wie die Dackel. Sonst fange ich selbst noch an zu heulen. Ich habe mit Oma Bebersdorf ausgemacht, dass sie ihre Enkelin noch vor der Sprechstunde bringt. Sie wartet schon im Behandlungszimmer. Ja, und warum sagen Sie das erst jetzt? Entschuldigen Sie, Angelika. Entschuldigt. Ich bin nicht gut drauf heute. Wie meine Tochter zu sagen pflegt. Hannelore. Ach, wenn ich ihm doch nur helfen könnte. Mitleid bringt nichts. Gar nichts. Ich jedenfalls sehe mich nach einem anderen Job um. Ist echt blöd, ich weiß. Blöd und unangenehm. Ich hab ein bisschen Angst. Ist mir beim ersten Mal auch so gegangen. Und dann wollte ich loslaufen, so wie ich war. Echt? Ja. Ihr seid ja ganz schön munter. Darf ich mitlachen? Frauengeschichten, das würden Sie sowieso nicht verstehen, stimmt's, Jana? Nie, total geheim. Ja, wenn das so ist, dann bist du also eine richtige Frau. Okay, dann hast du auch alle Rechte einer richtigen Frau. Die schönen und die weniger schönen. Wir haben über alles ausführlich gesprochen, Herr Doktor. Ich wusste sowieso schon alles. Aus meiner Klasse waren schon zwei Mädchen beim Frauenarzt. Aha, ich verstehe, sowas spricht sich rum. Jetzt bin ich die Dritte. Und du bist doch mächtig stolz drauf, was? Gar nicht. Aber es muss doch sein. Vorsorge ist wichtig. Das hatten wir alles im Bio. Na, dann sind wir uns ja einig. Ich verspreche dir, ich mach's kurz. Ist schon okay, Doktor. Hast du einen Freund, Jana? Warum fragen Sie sowas? Na ja, mal so ein hübsches Mädchen wie du. Die Jungs in meiner Klasse sind alle bescheuert. Die sind mir viel zu albern. Au. Entschuldige. Hat das schon mal so wehgetan irgendwann? Einmal. Nein, noch nie. Fertig. Runter von der Folterbank. Anziehen und dann gehst du noch mal rüber ins Labor. Ein paar Tropfen Blut musst du uns schon noch hier lassen, Jana. Es war gar nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte. Sie ist nicht mehr unberührt. Ich wusste es. Das ist noch lange kein Beweis, Frau Bebersdorf. Setzen Sie sie nicht unter Druck. Es kann auch ganz andere Gründe haben. Was denn für Gründe? Sie haben es doch selbst gehört. Sie hat keine Jungen als Freunde. Er war's. Na, wie geht's? Jetzt können Sie jedenfalls nicht mehr Kind zu mir sagen. Kinder schickt man zum Kinderarzt. Also ich war gern Kind. Alles war schön und bequem, alle mochten einen, man wurde verwöhnt. Kind sein ist ätzend. Keiner nimmt deinen Ernst. Nur Mischa. Mischa? Was für ein Mischa? Onkel Mischa. Oma kann ihn nicht leiden, aber er ist trotzdem super. Super. Er verwöhnt sie, wo er nur kann. Gar nicht. Er ist eben anders. Zum Beispiel hört er zu, wenn ich was sage. Aber das versteht er ja nicht. Das hört sich doch gar nicht schlecht an. Ja, Mischa ist sehr nett zu mir. Einmal ist er mit mir sogar nach München gefahren, zum Oktoberfest. Er hat ein ganz, ganz tolles Auto. Hm. Kannst ihn gut leiden. Wen? Na, Mischa. Dein Onkel Mischa. Klar, er ist mein bester Freund. So, jetzt will ich nach Hause. Du hast noch deine Jacke drüben, komm. Und jetzt? Sie sehen ja, sie wird nichts sagen. Du hast Sorgen, stimmt's? Wie kommen Sie denn darauf? Weil ich spüre. Meinen Sie, ich merke nicht, wie ihr mich aushorchen wollt? Ich bin doch nicht blöd. Und ich hab gedacht, Oma meint's ernst. Aber die ist ja krank, wenn's um Mischa geht. Naja, musst du doch verstehen. Omas wollen immer nur das Beste, meine war auch so, aber man braucht manchmal jemanden, mit dem man über alles reden kann. Ich hab ja Mischa. Und die anderen machen nur blöde Bemerkungen, weil sie neidisch sind. Blöde Bemerkungen? Sie quatschen und quatschen.
und irgendetwas wird einfach so behauptet. Irgend sowas. Dass er dafür in den Knast kommt und ich ins Erziehungsheim. Ich würde verrückt werden dort. Das hält niemand aus, sagt Mischa. Als ich so alt war wie du und ich wusste mal nicht weiter, dann habe ich es meist meiner Freundin erzählt. Meiner besten Freundin Petra. Petra hat nichts gesagt, sie hat nur zugehört. Und wenn ich ihr alles erzählt hatte, dann war ich mit einem Mal ruhig. Ich hatte ein bisschen von meiner Angst verteilt. Und so machen wir es heute manchmal noch. Ich habe keine Freundin. Was wollt ihr denn von mir? Lasst mich doch in Ruhe! Jana! Ich glaube, sie ist völlig durcheinander und Angst hat sie wahrscheinlich auch. Alles andere ist bloß Theater. Im Grunde will sie nur ernst genommen. Und ihr Onkel sieht das wahrscheinlich genauso. Er nutzt sie doch aus, dieser Lump. Wir müssen was tun, Doktor. Wir müssen irgendetwas tun. Beweise. Bringen Sie mir einen einzigen Beweis. Suse, Nanu? Ist was passiert? Ist was mit Kunigunde? Deine Schlüssel. Danke. Ja, aber... Wir sind ausgezogen. Heute Vormittag. Du hast die Wohnung wieder für dich. Kein Streit mehr ums Bad am Morgen. Ihr seid ausgezogen? Du hast es doch gewusst. Ich hab das gewusst? Ja, natürlich habe ich das gewusst. Irgendwann einmal werdet ihr ausziehen, hast du gesagt, wenn ihr eine Wohnung gefunden habt, wenn sie eingerichtet ist, renoviert. Wenn alles passt. Irgendwann. Es ging eben schneller. Jetzt ist irgendwann. Henriette, wir brauchen endlich was Eigenes. Und außerdem wollten wir dir keine Scherereien mehr machen. Danke. Das ist nett von euch, wirklich. Sich bei Nacht und Nebel davonschleichen ohne ein Wort. Aber das kenne ich ja schon. Das hat ja schon mal einer mit mir gemacht. Kränkt das mich auch so sehr. Das mit deinem Sohn hast du dir selbst zuzuschreiben. Ach ja? Und das mit dir auch was? Na klar. Warum bin ich überhaupt von zu Hause weggegangen? Du hast mich doch genauso vereinnahmt. Ich habe ja schon fast so gedacht wie du. Immer wenn ich was zu entscheiden hatte, hattest du es schon längst für mich getan. Mein Gott, bist du denn nie auf die Idee gekommen, dass ich ein eigenständiger Mensch bin? Ich wollte, dass es dir gut geht. Euch. Euch allen drei. Ja, ich wollte wohl was reparieren. Schade. Ich muss jetzt gehen. Thomas wartet. Ja. Danke für alles. Kunigunde geht's gut. Es tut mir leid. Nein, das tut es dir nicht. Hast du denn kein Gefühl? Du bist doch jetzt selbst Mutter. Suse denkt ja nicht, dass wir Dankbarkeit verlangen. Nur ein bisschen Freundlichkeit. Vielleicht nachdenken, Verständnis. Ist das wirklich zu viel verlangt? Albert, ich muss mit dir reden, es ist dringend. Ich wollte gerade gehen. Du hast sicherlich von meiner Misere gehört. Ja, man hat dir die Praxis gekündigt. Du musst mir helfen. Ich habe schon einen Makler beauftragt, aber das dauert eben seine Zeit. Ich weiß nicht, wohin mit dem Patienten. Ja, das ist eine blöde Situation, stimmt. Blöd? Ich kann nicht mehr praktizieren, ich verliere meine Patientin. Ich dachte... Vielleicht könnte ich für ein paar Wochen vorübergehend hier in der Klinik weiter behandeln. Hier? Das ist, glaube ich, keine gute Lösung. Also ich will dir helfen, das ist gar keine Frage.
Nur, also die Zustimmung müssen in diesem Falle alle geben. Warten noch einen Moment. Ja, die Kollegin Sörensen, bitte. Danke. Du weißt, die Klinik steht momentan finanziell nicht besonders gut da. Die Kosten, die steigen und steigen. Da kann man sich eigentlich gar keine Experimente erlauben. Aber ich will zusehen, was ich machen kann. So, da bin ich. Ja. Sie haben doch sicherlich von der Misere des Kollegen Martin gehört. Er muss seine Praxis räumen. Und er bittet uns, ihm für gewisse Zeit hier Asyl zu gewähren. Arbeitsasyl, sozusagen. Also, verstehe ich das richtig? Eine Praxis in der Klinik? Ja. Ja, aber das ist... So gern ich ja dem Kollegen Martin helfen möchte, aber das ist schon wegen der hygienischen Festlegungen ganz und gar unmöglich. Und dann diese Unruhe. Ich meine, das wäre ja noch das kleinste Übel. Aber meine Privatpatientinnen sind in dieser Beziehung äußerst empfindlich. Ja, und dann der starke Publikumsverkehr, der birgt ja höhere Infektionsgefahren in sich. Wir haben doch hier Gebärende und Neugeborene, meine Herren. Und dann, das weiß doch jeder, die Patientinnen bringen ihre Kinder mit und das geht nicht. Ich verstehe gar nicht, warum der Kollege Martin nicht auf solche Überlegungen gekommen ist. Weil der Kollege Martin in dieser gottverdammten Notsituation steckt. Wir haben sie aber nicht verschuldet. Das tut mir leid. Aber ohne Praxis wird er auch seine Belegbitten nicht halten können. Oh, in dieser Beziehung könnte ich vielleicht helfen. Also neulich hat mich ein ehemaliger Studienkollege angesprochen. Der ist in diese Stadt übergesiedelt. Und das ist ein sehr erfolgreicher Gynäkologe. Mit sehr guten Verbindungen. Und finanziell auch ausgezeichnet dastehend. Und er braucht Belegbetten und sehr viele sogar. Tut mir leid, aber die Argumente sind ja nicht so leicht von der Hand zu weisen. Es ist mir ganz egal, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, Herr Doktor. Hauptsache, es ist gesund. Wissen Sie, dass ich in der letzten Zeit oft gebetet habe? Es hat geholfen. Wer da auch immer mitgewirkt hat. Das Kleine entwickelt sich prächtig. Was wollen wir mehr? Ich kann es Ihnen gar nicht erklären. Alles verändert sich auf einmal. Wissen Sie, es ist so, als wäre ich noch mal ganz jung und könnte noch mal ganz von vorne anfangen. Man macht die verrücktesten Pläne und das Verrückte ist, es wird wahr. Es ist ein Wunder. Sie haben ja auch lange genug drauf gewartet. Ja, das Warten war das Schlimmste. Aber jetzt ist alles gut. Es wird noch eine Weile dauern, Frau. Das weiß ich, Herr Doktor, aber ich kann es kaum erwarten. Ich habe so viel mit ihm vor. Ich habe das Zimmer schon eingerichtet und nächste Woche wird tapeziert. Das lustigste Muster, was ich finden konnte. Ja, und später dann, ich will einfach immer ganz für das Kind da sein. Ich will mit ihm reisen, ich will ihm die Welt zeigen. Frau Brehme. Ich weiß, Herr Doktor, es geht ein bisschen mit mir durch, aber ich kann mich einfach nicht beherrschen. Wissen Sie, immer wenn ich in diesem Wartezimmer gesessen habe, alle hatten Kinder oder wenigstens dicke Bäuche, nur ich nicht. Naja, und jetzt bekomme ich immer auch ein Kind. Ja, also dann. Tschüss. 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 Ich habe noch eine Menge zu erledigen. Hoffentlich geht alles gut. Hannelore. Hey, kannst du nicht ein bisschen geruhsamer umgehen? Ist doch eine Kartoffelkiste. Wisst ihr, wie ich mich fühle? Heimatlos. Alles, was mal wichtig war, futsch. So sei es nie gewesen. Weg. Ach, Mist. Es ist vorübergehend, ich weiß das. Ja. Alles nur vorübergehend. Alles ist vorübergehend, sogar das Leben. Die Praxis ist geschlossen. Sie sehen ja, wir lösen auf. Ja, ich sehe. Entschuldigen Sie, dass ich störe, aber der Doktor ist doch noch da, nicht wahr? Er hat zu tun. Und Sie sind hier in der Frauenarztpraxis. Ja, ich weiß, ich weiß. Es handelt sich um Jana. Ich bin der Onkel von Jana. Kommen Sie bitte mit. Doktor?
Der Onkel von Jana möchte Sie sprechen. Hättest du gedacht, dass er so aussieht? Na, das müssen Sie doch verstehen, dass ich mir Sorgen mache. Jana ist wie eine Art Tochter für mich. Damals nach dem schrecklichen Unfall, ihr Vater ist mit 170 auf die Gegenfahrbahn. Und danach habe ich mich um Jana und ihre Mutter gekümmert. Das war doch selbstverständlich. Er war mein Bruder. Naja, so ist dann eine besondere Bindung entstanden. Was ist denn los mit ihr? Weshalb haben Sie sie dann untersucht? Ich meine, ist sie krank? Hoffentlich nichts Schlimmes. Woher wissen Sie, dass sie hier war? Na ja, woher? Sie hat es mir erzählt. Was denn sonst? Sie war mit ihrer Großmutter hier. Ach Gott, die hat bestimmt kein gutes Haar an mir gelassen, was? Was hat sie Ihnen denn erzählt? Dass ich meine Brötchen mit Treibmittel spritze? Oder dass sich Kowalski meinetwegen aufgehängt hat? Sie müssen nämlich wissen, ich habe sein Geschäft übernommen. Feine Backwaren ist jetzt meine vierte Filiale. Nee, Oma Marie, die konnte mich noch nie ausstehen. Das scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Ach, das würde ich nicht sagen. Wissen Sie, sie ist eine alte, einsame Frau, fühlt sich zurückgesetzt, weil Jana mehr an mir hängt. Ich verstehe das schon. Und es wäre auch alles nicht so schlimm, wenn sie nicht dauernd diese Verleumdung in die Welt setzen würde. Was hat sie Ihnen denn erzählt? Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das sagen darf. Ich bitte Sie, Herr Doktor, ich bin sowas wie Janas zweiter Vater. Frau Beversdorf glaubt, dass Jana, nun ja, sie von einem älteren Mann vielleicht missbraucht werden könnte. Was? Na, das hat sie erzählt? Na, wer ist denn der Kerl? Ich meine, was, den bringe ich um, den packe ich ins Rührwerk. Aber es kann ja gar nicht sein. Ich meine, Jana hätte es mir bestimmt erzählt. Trotzdem, sie ist nicht mehr unberührt. Nicht mehr? Nina, Mann, das ist ja ein Ding. Und das hat sie Ihnen nicht erzählt? Na, hören Sie mal, ich meine, was verlangen Sie denn von seinem Kind? Unberührt, sowas erzählt man doch nicht seinem Onkel. Ja, und wenn schon, ich meine, die Jugend von heute, naja, hat ja, lockere Moralauffassung, nicht wahr? Das Problem ist nur, ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht vielleicht eine Schwangerschaft vorliegt. Oh Gott. Na, was hat denn das zu bedeuten? Die zuständigen Stellen würden den Vater feststellen lassen. Bei diesem Verdacht sowieso. Ja, und das kann man? Ja. Dafür gibt es heutzutage Methoden, die eine 98-prozentige Sicherheit garantieren. Und dann wäre es natürlich ein leichtes, in diesem Falle den Täter zur Verantwortung zu ziehen. Und Jana selbst, ich meine, hat sie Ihnen nichts erzählt? Na. Aber wenn ein guter Psychologe mit ihr sprechen würde? Nun ja, ich meine, es wäre nur eine Frage der Zeit. Ja, natürlich. Das ist ein dickes Ding, was? Also weiß ich wenigstens Bescheid. Keine angenehmen Neuigkeiten. Na, was soll's. Ich werde noch mal mit Jana reden. Ach, wir kriegen das schon in die Reihe. Ja, vielen Dank, Herr Doktor, und entschuldigen Sie, dass ich Sie hier beim Umzug gestört habe. Wiedersehen, Lisa. Wiedersehen. Also, wenn ich wüsste, dass das wäre und ich hätte ein Kind, ich würde dann umbringen. Was ist Dr. Martin, Schwestern? Ah, Frau Martin, Sie sind's. Ja, Moment, ich muss ihn holen. Durchstellen kann ich nicht mehr. Ist schon alles abgeklemmt. Da kommt er gerade. Ihre Frau. Ja. Opa Ludwig ist da? Können wir das nicht alleine regeln? Gut, ich komme hin, aber ich muss erst das Motorrad aus der Werkstatt holen. Bis gleich. So, Feierabend. Den Rest können wir morgen einpacken. Doktor, der Onkel Mischa, meinen Sie, er hat es getan? Weiß es nicht.
Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe ein bisschen Angst eingejagt. Wir werden ja sehen, wie er reagiert. Also, tschüss. Tschüss. Hey, 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 was? Was soll denn das? Laut Lieferschein. Breme. Ist doch hier Breme, oder? Er ist für Sie, Chef. Für den zukünftigen Junior-Chef. Chef. Ja, geht in Ordnung, hat meine Frau bestellt. Jetzt schon? Jetzt schon, also nichts von Planung gehört? Überhaupt, was geht denn dich das an? Verschwinde, polier lieber die Maschine vom Doktor, der holt die nachher ab. Und dass mir da kein Stab dran zu sehen ist, klar? Wenn Sie unterschreiben würden. Sie haben schon recht. Man kann nie früh genug vorsorgen. Und das Modell ist ganz neu auf dem Markt. Ja, was gibt's denn da zu lachen? Sie haben mir das Ganze doch eingebrochen. Ach, Ihre Maschine ist noch nicht fertig, Sie sind zu früh. Sie auch. Sie meinen wahrscheinlich meine Frau. Wissen Sie, was passieren wird? Das Kind wird kommen und ich werde keine Frau mehr haben. Ist alles noch schlimmer geworden. Mein Gott, man muss sich doch mal über was anderes unterhalten können, als nur über umweltfreundliche Windeln oder schreckliche Kinderkrankheiten, oder? Das wird sich legen, Herr Bremer. Das ist die Euphorie. Ja, aber deshalb dreht sich die Welt doch weiter. Ein Kind ist doch was ganz Natürliches. Sozusagen ein Mitglied der Familie. Das kann doch nicht alles auf den Kopf stellen. Das ist doch so, oder? Natürlich. Sie haben vorher so viel Geduld bewiesen. Warum nicht jetzt? Sie werden sehen, es kommt alles wieder ins rechte Lot. Kommen Sie mit rein auf den Kaffee? Es dauert nicht mehr lange. Gern. Hallo. Guten Tag, Marlene. Hallo. Marlene hat mir erzählt, in welcher Klemme du steckst. Tut mir leid, wirklich. Aber am Grundsätzlichen neuer Trennung kann das natürlich nichts ändern. Natürlich nicht. Beim Finanziellen hören die Rücksichten auf. Ich verstehe deine Verbitterung. Aber ich bin nicht schuld an der Misere. Es war doch alles geklärt. Deine Situation hat sich geändert. Ach ja. Marlene dachte, man müsste daraufhin einiges noch einmal überdenken. Ich habe ein paar Vorschläge für dich. Ich verstehe. Der zweite Kaufvertrag soll perfekt gemacht werden. Markus, bitte hör doch erst einmal zu. Sag mal, habt ihr das immer noch nicht begriffen? Ich will nicht mehr. Es geht nicht. Auch Geld kann diese Situation nicht bereinigen. Es kann dir immerhin einen neuen Start ermöglichen. Fragt sich nur, unter welchen Bedingungen. Du stellst doch sicherlich welche. Was soll ich unterschreiben? Du weißt doch selbst, dass dir keine Bank so etwas bietet. Aber ein paar Sicherheiten musste ich mir schon einbauen. Das ist doch verständlich. Damit wäre ich in deiner Hand. Für immer. Sagen wir so, ich hätte da ein gewisses Mitspracherecht. Es endet in dem Moment, wo ihr euch familiär wiederfinden würdet. Das ist gegen die Absprache, Vater. Ich habe gesagt, keine persönlichen Klauseln, nichts über private Bindungen. Es ist nichts als ein Wechsel auf die Zukunft. Es ist Erpressung. Markus, bitte glaube mir, das war nicht meine Absicht. Markus, bitte warte. Es tut mir leid, Marlene. Es war gut gemeint, aber ich kann nicht. Entschuldige. Ja? Hallo Doktor, hier ist Hannelore. Jana ist völlig verstört. Sie hat nichts gesagt? Nein, sie hat gleich aufgelegt. Ich fahr gleich bei ihr vorbei. Danke. Ich wünsche dir viel Glück. Grüß Heinke von mir. Und du? Ich fange neu an. Irgendwie. Guten Tag, Frau Beberstorf. Oh, Herr Doktor, mit Ihnen habe ich nur wirklich nicht gerechnet. Mir hat die Sache mit Jana keine Ruhe gelassen. Außerdem, ich bin in meinem Zorn etwas zu weit gegangen.
Ich habe Onkel Mischa vorgegaukelt, dass Jana schwanger ist. Ich hatte gehofft, ihn damit zu einer Reaktion zu bewegen. Und jetzt wollte ich noch mal mit ihm darüber reden. Das geht jetzt nicht. Ist nämlich... Sie wissen wirklich nichts davon. Was? Er ist verunglückt. Ein Autounfall. Er ist tot. Wann ist das passiert? Vorgestern Nacht. Und Jana haben wir in ein Kinderferienlager geschickt. Ich habe Ihnen doch erzählt, wie sehr sie an ihm gehangen hat. Sie soll auf andere Gedanken kommen. Das tut mir leid. Ich wusste nichts davon. Es muss Ihnen nicht leid tun, Herr Doktor. Mir tut's ja auch nicht leid. Ich kann jetzt endlich wieder ruhig schlafen. Essen ist da. Pizza Margarita con Salami. Oh, Kinder, du mach doch nicht solche Gesichter. Ich weiß, Abschied nehmen ist nicht leicht, aber was soll ich sagen? Dass ihr eine nette, liebe Truppe gewesen seid? Ihr wisst doch selber, dass wir gut zueinander passen. Wir konnten uns immer aufeinander verlassen und das war das Wichtigste. Geht zu den Adressen, die ich euch gegeben habe. Sie werden euch mit offenen Armen empfangen. Anne? War nicht immer leicht mit mir, ne? Doktor. Ja, lass mal. Ich wäre eine miserable Partie gewesen. Gysi, hören Sie auf zu heulen. Professor Kullmann stellt Sie ein, ich weiß es. Das ist aber Professor Kullmann und nicht Matti. Das war mein Lehrer. Das ist ein feiner Mann. Angelika, schicken Sie Christian zum Teufel, er bringt Ihnen nur Unglück. Er ist gestern ausgezogen. Ja, also. Und Sohela? Azubi Sohela? Wie viele Bücher aus meinem Schrank hast du gelesen? Zu wenig, Doktor. Viel zu wenig. Und an den Computer durfte ich auch kaum ran. Aber dafür kenne ich mich jetzt ganz gut im Labor aus. Ja? Mhm. Ach, Doktor. Sie haben jeder von uns so was Nettes gesagt. Jetzt möchte ich Ihnen auch mal was Nettes sagen. Ich weiß gar nicht, was aus mir geworden wäre, wenn Sie mir nicht geholfen hätten. Sie waren wie ein zweiter Vater zu mir. Und ich glaube nicht nur zu mir. Sie werden uns sehr fehlen, wissen Sie? So, jetzt reicht's. Die Pizza ist bestimmt längst kalt. Warum deckt hier eigentlich niemand den Tisch? Also bis zum 30. bin ich noch euer Chef. Na los! Ah, guten Tag, die Damen. Guten Tag. Tag. Von hier werde ich mich später verabschieden. Ich begreife es immer noch nicht. Wo ist Peters? Er hat Besuch. Ich glaube, das ist kein guter Augenblick. Wo gibt es heute noch gute Augenblicke? Anne Markus, wahrscheinlich bist du sehr wütend auf mich, ja? Aber was sollte ich tun? Herr Wesemann hat das nötige Kapital, um uns aus den roten Zahlen zu bringen. Ich wollte mich von dir verabschieden. Wir werden uns wahrscheinlich nicht mehr sehen. Aber das ist vielleicht besser so. Glaub ja nicht, dass mich das alles nicht berührt. Dafür haben wir uns viel zu gut verstanden. Du wirst dich arrangieren. Wie immer, Albert. Wir haben uns schon mal auf einem Kongress kennengelernt, Herr Mertin, nicht? Tja, ich habe von Ihrem Missgeschick gehört, es tut mir leid. Aber so ist das nun mal. Des einen Leid ist des anderen Freud. Und auf so ein Objekt wie dieses hier habe ich schon lange gewartet. Professor Peters hat meine Pläne akzeptiert. Tja, alles Gute für Sie. Jedes Tief ist vorübergehend, Herr Kollege. Gott befohlen. Ja, Gott befohlen. Nun werden Sie uns wohl auch verlassen, nicht? Ja. Schade. Er will also investieren, dieser Herr Wesermann, ja? Richtiger Modearzt, was? Entschuldigen Sie. Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ja,
Dann ist es hier wohl vorbei mit der Freundlichkeit. Keiner mehr da, mit dem man sich verstehen kann. Es wird einsam werden ohne sie. Henriette. Schon gut. Die Hauptsache ist, sie fassen wieder Fuß. Und wenn sie mich dann nicht ganz vergessen haben, dann holen sie mich einfach nach, ja? Ich komme. Egal wohin. Ganz bestimmt. Ja. Einerseits freue ich mich auf das Neue. Bin neugierig. Andererseits habe ich in diesen Räumen ein Stück meines Lebens verbracht. Was machst du denn hier? Ach, Doc. Naja, ich bin doch gewöhnt, meine Arbeit ordentlich abzuschließen. Da bin ich ein bisschen komisch, aber da lassen wir uns nichts nachsagen. Wir verlassen alles sauber. Tag, Frau Doktor. Tag. Du bist wirklich eine echte, unsympathische Einheimische geworden. Preußischer als jeder Preuße. Und trotzdem, immer noch Mitglied einer unterdrückten Minderheit. Eine Putze. Und jetzt fühle ich mich wie ein Hund ohne Schwanz. Ach ja. Wir müssen ganz neu anfangen. Von vorne. Und das müssen wir ja alles vergessen. Will ich das denn? Hey! Entschuldige. Natürlich will ich das. Wir werden alles vergessen. Oskar! Entschuldigung. Tut mir leid. Ich wusste ja, dass Sie nicht gehen. Ohne Abschied. Die Vergangenheit, die muss man erst zu Ende bringen. Rastlos! Ja, sonst klappt der morgige Tag nicht. Vergangenheitsbewältigung für die Zukunft. Ja, ich mache das immer so. Abends, da mache ich immer Abrechnung, also bilanzmäßig. Dann ist der Tag erledigt, also abgehakt. Und dann mache ich den Plan für den nächsten Tag. Ja, so funktioniert das. Sie sind ja pedantischer als Sohaila. Nein, ich bin nicht pedantisch. Ich bin ordentlich, diszipliniert. Sonst wird man im Leben nichts. Auch die Freiheit funktioniert nicht ohne Disziplin. Geht sonst kaputt, die Freiheit. Im Chaos. Deine Weisheiten werden mir fehlen. Müssen dir nicht fehlen, Markus. Ich werde da sein, wenn du mich brauchst. Euer Glück wird schon irgendwo hergestellt. Verpackt und versandt. Und eines Tages ist es da, mit der Post. Und alles wird gut. So, jetzt könnt ihr gehen. Bilanzmäßig ist alles erledigt. Hm? Wo er recht hat, hat er recht. Ja, dann gehen wir. Tschüss, Oskar. Tschüss. Tschüss. Sie müssen jetzt allein sein. Ganz allein. Jetzt fängt alles erst an. Wiedersehen? Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ohne uns kommen die doch gar nicht aus.